I am the Jochen and this is the Frühsport für Dienstag, den 16. August 2022. Schönen guten Morgen. Olé Braunschweig habe ich gelesen vorhin und dachte, Mensch, da wird die Stadt gefeiert, in der ich mich vor wenigen Tagen noch aufgehalten habe. Und zu Recht wird sie gefeiert, aber es wurde jemand anders gefeiert. Es ging nämlich um Ole Braunschweig, denn der Gute hat es geschafft, bei der Europameisterschaft der Schwimmer in Rom die Bronzemedaille zu holen über 50 Meter Rücken und damit die nächste Medaille fürs deutsche Schwimmerteam. Herzlichen Glückwunsch an Ole Braunschweig. Ole, Ole Braunschweig könnte man sozusagen hier sagen. Und was meine Sportabzeichenambitionen angeht, das wurde in den Kommentaren danach gefragt, habe ich heute nochmal auf Eis gelegt. Dafür bin ich lieber ein bisschen länger beim Marathon geblieben und es hat sich definitiv gelohnt. Denn ich habe das Video, was ich ja schon gemacht habe hier über den Marathon, was ihr hier irgendwo unten drunter, glaube ich, seht in der Videoliste. Ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade so sehe. Ah, hier ist, glaube ich, gerade gar nicht. Ist wurscht. Aber auf dem Kanal gibt es das auf jeden Fall. Und das ist das Video, in dem ich von der Marathonstrecke berichte. Ich bin dann später doch noch in dieses Stadion auf die Tribüne gegangen und habe dann dort tatsächlich den Zieleinlauf der Männer gesehen. Und wie schon vorangekündigt, die Leute sind eskaliert. Denn Richard Ringe hat auf diesem Zielstrich quasi sich noch die Europameisterschaft gesichert, die Goldmedaille, und ist damit der erste deutsche Marathon-Europameister. Herzlichen Glückwunsch an Richard Ringe. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich ihn danach noch persönlich getroffen habe, kurz vor der Siegerehrung, weil ich sah, wie da Schilderchen aufgehängt werden, wer wo stehen soll, bevor es dann reingeht zur Siegerehrung. Ich dachte mir, ich bleibe mal ein bisschen da stehen am Zaun und gucke mal, wer da kommt. Und dann kamen so nach und nach alle vorbei. Die siegreichen Damen und Herren, das deutsche Team der Damen hat übrigens Gold gewonnen, Entschuldigung, und das deutsche Team der Herren hat Silber gewonnen, so rum. Und dann kamen sie vorbei, die Israelis, die Spanier, alle aufmarschiert und haben dann dort ganz, ganz schüchtern gewirkt. Natürlich, klar, wenn so ein Sport-YouTube-Star wie ich da vorbeikommt, da starrt man natürlich vor Ehrfurcht, ist klar. Aber nee, war eine witzige Sache, da kamen dann die Medaillenträgerinnen vorbei. Ich habe diese Medaillen mal ganz nah gesehen, hätte mir sogar eine nehmen können, wahrscheinlich hätte keiner gemerkt. Die Blümchen habe ich gesehen, die sind bei der Verleihung von den sogenannten Blumenträgern, diese Flower Bearers. Ernsthaft, Leute, das ist ein Topf Löwenzahn oder irgend sowas. Also, das hätte man sich auch schenken können. Aber gut, ich schweife ab. Wir kommen zurück zu den Ergebnissen vom Tag Nummer 4, 5, also für mich Tag 4 hier, mit weiteren Ergebnissen und weiteren Medaillen. Und zwar gucken wir da zunächst mal auf die Radfahrbahn. Da gab es zwar einen schweren Sturz, den ich dann auch leider mit ausbaden musste, weil es ist direkt vor mir in dieser Kurve passiert, wo dann wirklich eine Dreiviertelstunde lang unterbrochen war und es wurden mehrere Fahrerinnen behandelt. Glückwunsch, Quatsch, nicht Glückwunsch, gute Besserung an alle, die es da getroffen hat. Ich hoffe, da bleibt nichts Schlimmes zurück bei der Sache. Und jetzt kommt der Glückwunsch an Emma Hinze, denn die hat schon wieder gewonnen. Gold im Sprint, da hat sie sich durchgesetzt im Finale. Und Maximilian Dörnbach hat auch noch eine Medaille beigesteuert. Im Zeitfahren der Männer über 1000 Meter gab es die Bronzene. Glückwunsch auch hierzu. Bahnradfahren heute mit dem finalen Tag. Da wird nochmal Kairin gefahren und das gucke ich mir dann nochmal an. Und Madison, das ist dieses, wo die immer so zweit sich abwechseln und so. Wer Lust hat, heute reinzuschauen, der sollte es tun. Was ist jetzt los? Eben hing ich gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht. Beachvolleyball, die beiden deutschen Teams, die gestern Abend gespielt haben, sind da erfolgreich durchgekommen. Müller-Tillmann gewinnt ihr erstes Spiel, ebenso wie Laboureux-Schulz. Und das bedeutet, dass sie beide gut im Rennen liegen um den Einzug ins Achtelfinale. Einen Sieg brauchen sie noch, dann stehen sie im Achtelfinale. Das Gute ist, ich muss kurz hier was kramen, das Gute ist an dem neuen Modus, sie sind jetzt schon sicher in der K.O.-Runde. Mit einem Vorrundensieg. Man hat die Vorrundenspiele nämlich hier so ein bisschen modifiziert. Es gibt nämlich nur noch zwei Vorrundenspiele pro Team in Vierergruppen. Das mutet ein wenig komisch an. Das habe ich auch erst nicht ganz verstehen wollen. Nein, nicht verstehen wollen, aber nicht verstanden. Sagen wir es, wie es ist. Das Konzept ist das. Wir spielen ich kram kurz neben hier noch was raus. Nicht irritieren lassen. Es ist nur so, ich weiß gerade was nicht. Ich muss was nachgucken. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben. Aber ihr wisst, dass ich das Video nicht anhalten möchte. Deswegen raschelt es jetzt so ein bisschen, weil ich hier so nebenher ein bisschen Papier bewege und irgendwo hier in dem ganzen Papierwust muss ich das befinden. Das befinden, mein Schatz, den ich jetzt gerade suche. Schon wieder abgeschliffen, das ist nicht mehr feierlich heute hier. Zwei Vorrundenspiele hat man und zwar erstmal spielen zwei Teams jeweils gegeneinander in der Gruppe. Die beiden siegreichen Teams vom ersten Tag spielen dann ein zweites Gruppenspiel gegeneinander. Sieger geht direkt ins Achtelfinale, Verlierer steht im Sechzehntelfinale.
Und die beiden Verlierer der Auftaktspiele in der Gruppe, die spielen gegeneinander auch ein zweites Spiel in ihrer Gruppe. Wer da gewinnt, steht im 16. Finale, und wer das verliert, ist ausgeschieden. So läuft der Hase, deswegen die Deutschen auf jeden Fall schon nicht vorzeitig ausgeschieden, sondern eben schon sicher in der K.O., aber halt im 16. Finale mit Option auf mehr. So, und dann wollte ich noch sagen, Leichtathletik, da liegt Niklas Kaul auf dem 7. Platz im Zehnkampf nach Tag 1. Auch da werde ich morgen ja im Stadion sein und mir den Zehnkampf, die Zehnkampfentscheidung dann live angucken können, freue ich mich auch schon drauf. Mal schauen, was da dann so noch passieren wird. So, und damit gucken wir mal auf, das habe ich nämlich jetzt gerade gesucht, das war nämlich dieser legendäre Zettel, den ich gesucht habe, der da nämlich. Da steht nämlich das drauf, was ich gerade nicht auswendig wusste. Nämlich, wo ihr die European Championships heute gucken könnt. Und zwar im ersten könnt ihr sie gucken. Weißt du, dafür brauche ich jetzt einen Zettel, ne? Sportschau überträgt live ab 9 Uhr und das Ganze bis 22.45 Uhr. Also wieder ein brutal langer Tag hier in Sachen Europameisterschaften. Dazu auch aus Rom natürlich. Und auch aus München. München der SCH. Das aktuellste und das neueste vom Tage. Wenn ihr Lust habt, schaut rein und habt Freude damit. Bevor ich zum Fußball komme, der kurze Tennishinweis. ATP-Turnier in Cincinnati ab 17 Uhr auf Sky Sport und die Herren und die Damen natürlich auf Tennis Channel. Und dann gucken wir zum Fußball, würde ich sagen. Ergebnisse von gestern Abend. Duisburg gewinnt 3-1 gegen Freiburgs Zweite. Der FC Liverpool gewinnt wieder nicht, nur 1-1 gegen Crystal Palace. Und rote Karte für den neuen Superstar, für Darwin Núñez. Kein so schöner Einstand, finde ich. In Italien Siege für Napoli und Juve. Und in Spanien lässt sich Atletico auch nicht lumpen und gewinnt zum Auftakt. So, das war Fußball von gestern. Wir gucken auf den Fußball von heute. Und da gibt es 3 Spiele live, und zwar Champions League Qualifikation. Playoffs. Jetzt gilt's. Also jetzt ist es wirklich allerletzte Eisenbahn. Wer hier gewinnt, man sagt nicht, es ist höchste Eisenbahn, sagt man, genau. Nicht letzte Eisenbahn. Hier gilt jetzt ganz klar, wer das Ding gewinnt, in Hin- und Rückspiel natürlich, der steht in der Gruppenphase der Champions League und wer das nicht gewinnt, der muss in die Europa League ausweichen. Die 3 Partien, die wir hier haben, ist zum einen Amazon Prime ist live dabei und The Zone, das ist ja jetzt neu, weil die ja die Übertragungsrechte sich teilen inzwischen an den Dienstagen. Und da hat sich Amazon Prime am heutigen Dienstagabend natürlich entschieden für das Spiel mit dem ganz großen Namen. Und zwar Glasgow Rangers gegen PSV Eindhoven. Das gibt es auf Amazon Prime zu sehen. Und die anderen beiden Spiele, oder dann auf Prime Video heißt es ja. Das müssen wir, glaube ich, etwas sorgfältiger sein. Oder ich muss da sorgfältiger sein in meiner Formulierung. Also nochmal. Prime Video zeigt heute Abend aus der Champions League Quali Glasgow Rangers gegen PSV Eindhoven ab 21 Uhr. Nicht in der Saisonkonferenz enthalten, da wo die anderen beiden Spiele stattfinden, nämlich um 21 Uhr. Und die lauten FC Kopenhagen gegen Trabzonspor und Bodø Glimt aus Norwegen gegen Dynamo Zagreb. Das die Duelle auf der Zone. Die kriegt ihr in der Konferenz, aber eben nicht in der Dreierkonferenz. So tragisch ist das manchmal. Also Europa-Fußball diese Woche mit Champions League Quali, wer Bock hat und sagt, ich habe keine Lust mehr auf diese ganzen Leichtathletik und Tischtennis und Beachvolleyball-Geschichten. Dann guckt's halt, meine Güte. So, und die deutschen Fußballerinnen, die spielen ihr letztes Gruppenspiel gegen Mexiko in der Nacht von heute Dienstag auf morgen Mittwoch um 1. Kann man auf FIFA Plus gucken, wenn man will. Ein Unentschieden reicht, um dort die K.O.-Runde zu erreichen. Ich erreiche jetzt meine K.O.-Runde. Ich bin nämlich jetzt ziemlich K.O. Ich habe es gerade gemerkt, ich gehe jetzt ins Bett, weil morgen früh geht es früh raus und dann zur Leichtathletik. Ich werde mich bestimmt wieder irgendwann melden von unterwegs. Da habe ich jetzt angefangen, das muss ich jetzt durchziehen. Mit dem Ziel, euch zu allen 12 Sportarten oder wie viel sind, mal mitzunehmen. Aber haben wir ein bisschen was vor uns. Schön, dass ihr dabei wart. Kommt gut in den Tag und danke fürs Zugucken. Wenn ihr Lust habt, ihr wisst, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dann kriegt ihr auch so meine Zwischendrin-Videos mit. Gerade diese Woche ist das ja sehr, sehr dramatisch, was da alles immer so reinflattert. Aber wenn ihr es nicht mögen würdet, wärt ihr nicht hier und hättet das jetzt auch gerade gar nicht gesehen, dass ich das hier sage. Schön, dass ihr das getan habt. Gerne Daumen nach oben klicken. Am Schluss vom Video freue ich mich drüber. Oder was in die Kommentare schreiben, wie einige andere, die das ja schon tun. Und
Dann viel Spaß beim Sport gucken heute. Ciao.